Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf dem ID-Kanal. Heute gibt es ein neues Hagi-Wagi-Video, Leute. Und zwar auf dem Kanal von MOB Entertainment. Das Video heißt Restricted_Restoration.mp4. Und Leute, wenn ich mir dieses Thumbnail ansehe, guckt euch das an, es sieht super gruselig aus. Und es handelt sich hierbei um Bronn. Bronn ist ja, glaube ich, dieses Dinosaurier-Teil, das im Poppy Playtime-Universum ist. Und wir werden auf jeden Fall uns dieses kurze Video anschauen zusammen. Und ich liebe diese Art von Videos, Leute, die im VHS-Kassetten-Style sind. Natürlich, Leute, fast schon vor unserer Zeit, also vor eurer Zeit definitiv. Ich habe es teilweise noch mitbekommen. Also Leute, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, let's go. Okay. Bruder, das ist so laut. Ey. The subject is 59-year-old Thomas Clark, a full-time employee at Playtime Co. since 1955. 6 months ago, he was... Warte. Thomas Clark, ein Vollzeit-Mitarbeiter in der Playtime Co. Warte mal, bevor wir nochmal hier hingehen. Hier haben wir nämlich einen Clip. Das ist Bronn. Das ist das Dinosaurier-Teil. Und es sieht komplett entstellt aus. Es ist auch vor allem viel kleiner, als ich dachte. Ich dachte, es ist so groß wie die anderen Figuren. Okay, ich lasse die Untertitel hierbei, by the way, an, damit ich besser verstehe und damit ich euch das leichter übersetzen kann. Vielleicht könnt ihr Englisch. Okay. The subject is 59-year-old Thomas Clark, a full-time employee at Playtime Co. since 1955. Okay, Thomas Clark seit 1955 Mitarbeiter. 6 months ago, he was diagnosed with terminal lung cancer. Oh, okay, also er hat Lungenkrebs bekommen. Vor sechs Monaten. Now, Mr. Clark of Sound Mind has volunteered for this experiment. Und er hat sich bereit erklärt, an diesem Experiment teilzunehmen. Okay, welches Experiment? Ha? Huh? Oh mein Gott, das sieht super gruselig aus. Aber ich liebe diese Art von Videos. Das gibt mir so einen richtigen Hype auf Part 3. Und ich hoffe, es wird, wenn, dann sollen die einen Vollpreistitel machen. Oder so. So lange, wie wir schon warten müssen. We have eye movement. Can you hear us, Thomas? Kannst du uns hören? Wait. What? Thomas ist Bronn? Was? Er wurde in ihn transplantiert. Habt ihr gesehen, wie die Augen sich bewegt haben? Die Augen haben sich bewegt. 1199 displayed much more disorientation than we expected. Subsequent mental testing metrics were also cut practically in half. It's just conjecture on my part, but I don't believe he knows where he is or what's happened to him. Okay, also er weiß nicht, wo er ist und was mit ihm passiert ist. Also es handelt sich um einen Menschen, der irgendwie dort reintransportiert ist. Ich weiß nicht, was davon, ob es das Gehirn ist. Keine Ahnung, irgendwie haben die es geschafft, das Bewusstsein reinzupacken. Das bringt uns wirklich viel Lore zu dieser Geschichte. Das könnte sein, warum die Spielzeuge plötzlich zum Leben erweckt werden. To make matters worse. The other experiments could tell 1199 was different. Okay, irgendwas war unterschiedlich. Das ist... Boah, das sieht so gruselig aus, Leute. Real Talk. Das ist, als würde ich ein Video gucken. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an, Freunde. Wir haben hier so viele Charaktere. Wir haben hier einmal PJ Puckapiller. Da ist Hagi Wagi. Hier rechts... Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich erkenne hier Mami Longlegs, hier ist Kissy Missy. Das hier ist, boah, ich weiß nicht, wer das ist, aber das Teil da oben, was ist das? Alter, Junge, Junge, die bewegen sich, guck mal. Da ist vor allem diese Katze, Bienenkatze. Und da sind mehr von den Hagi-Wagis, die jetzt kommen. Und hier liegt am Boden einer. Hier liegt irgendwas am Boden. Wow. Dankeschön. Was ist da gerade passiert? Leute, was ist da gerade passiert? Alter. Was war das? Das war, glaube ich, eine fette Faust von jemandem.
Und ich habe keine Ahnung von was. Ich habe keine Ahnung. Er wird mitgenommen. What? Oh mein Gott. Okay, hier ist was passiert. Eindeutig. Und ich glaube, ich habe links einen Hagiwagi gesehen. Ich habe da Fuß. Yo, hier. Da. Alter, ich habe Husten, ey. Da habe ich einen Hagiwagi gesehen. Da. Oh mein Gott. Alter. They would have killed him had the research team not intervened, and even then, there was still significant damage to the internal structures with some of the anatomy, namely the larynx and the thyroid. Also, die wollten ihn zerstören, die wollten ihn auseinandernehmen, weil er nicht dazugehört hat. Und deswegen wollten sie ihn zerstören und besiegen. Aber das Security-Team ist noch eingeschritten und hat ihn gerettet. Und jetzt hat er sehr, sehr krasse Schäden von getragen. Alter. It took 12 hours in surgery to stabilize 1199. 1199? Ist das irgendwie der Preis von ihm? Hey! Jetzt Bronn-Operation für 1199! Und zwar nur für die nächsten 24 Stunden, wenn sie wollen. We keep him separated from the others now. Er wird von den anderen jetzt auseinandergehalten. Was ist das für ein Geräusch? Wow. Alter, das ist so ein krasses Video. For real, ey. Wir haben ja auch so viele Details, auf die wir gar nicht geachtet haben. Es gibt bestimmt 100% Leute, wenn man sich dieses Video anguckt und dann vergleicht man es mit dem hier. Bestimmt gibt es dort irgendwelche Änderungen oder Unterschiede. Nee, hier hat sich nichts geändert. Weil es gibt so kleine Sachen. Guck mal, hier auf dem Dings ist zum Beispiel ein PJ Pagepillar-Kopf. Hier links ist Banzo Bunny. Da ist ein Vogel. Und wir haben... Ich glaube, da ist ein Hagiwagi. Oder es ist nur ein Teleskop. Könnte ein Teleskop sein. Und hier haben wir eine Anatomie, aber nur mit einem Arm. Was hat es damit zu tun? Alter, der tut einem leid. Guck mal, wie er sich so umsieht. Und dann wird er einfach so zerstört. Alter. Man hat richtig Mitleid mit ihm. Man hat richtig Mitleid mit ihm. Und so war er am Anfang. Thomas, wie sagt das Thomas? Das ist krass. Das ist schon heftig, Leute. Wenn wir uns nochmal dieses Thumbnail anschauen, was super gruselig aussieht, vielleicht haben wir dort irgendwie was. Da sehen wir, das ist auf jeden Fall dieser Bronn PCSS Kamera 58. Und ich habe so eine Angst, dass wir in Chapter 3 dieses Jumpscare bekommen. Ey, das ist schon ultra gruselig. Das muss ich euch einfach sagen, Leute. Aber ja, ich würde an der Stelle sagen, das war's in diesem kleinen, kurzen Trailer. Ja, by the way, Leute, kleine Info. Seid ihr auch in diesem Harry Potter Kinderjoy-Hype? Leute, hier, gönnt euch Harry. Ich hab ihn. Ich hab alle. Ich hab sie alle. Ich hab Hermine. Ich habe sogar, das ist auch krass, ich habe sogar Ron und ich habe alle anderen Freunde. Malfoy habe ich 10 Mal oder so gezogen. Aber ja, Leute, Video dazu kommt auf meinem Hauptkanal bald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.